Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Runde Foundations. Und wir fangen mal hier hinten an, ja. Hier waren wir noch nie, oder sehr, sehr selten. Ich habe mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Hab mal ein bisschen, wie ist das platziert. Wir haben hier das ganze Holz weggemacht, so ein bisschen was dazu gekauft noch. Und das hier sind alles Äpfel. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Äpfel. Wir haben immer zu wenig Leute. Aber ihr kennt das ja. Das Problem mit den Dieben habe ich eigentlich in den Griff bekommen. Dann habe ich hierhin expandiert und wie ihr seht, ist dieser Turm hier gerade im Aufbau. Und naja, wenn wir uns das hier betrachten, das hier, den da oben, ist hier ein bisschen Dead Zone. Ja, auch rausfinden. Da müssen wir erstmal umschalten, genau. Okay, er will nicht. Dann nehmen wir den hier. Ist hier so ein bisschen rot. Und da entstehen unsere Diebe. Das ist schlecht. Hier mit dem Schneiderbereich bin ich noch nicht so... Weiß ich noch nicht. Das ist, ja... Dann haben wir einen extrem schweren... Bereiche freigeschaltet für die Mission von den Soldaten. Wir haben, glaube ich, 24 oder 26 Soldaten mittlerweile. Und ein paar Ritter, aber die kannten wir ja vorher schon. Also wir haben jetzt, glaube ich, die stärkste Mission freigeschaltet. Wir haben auch in dem Zuge bei Bestehen dieser Mission ein neues Meisterwerk bekommen, die Ritterstatue. Ja, die ist speziell. Weil die muss höher sein als alles andere. Alle Teile müssen höher liegen als benachbarte Gebäude. Aber keiner weiß, wie groß der Radius ist. Ich wollte es eigentlich hier auf den Hügel slammen, aber da haben wir ja schon alles. Ja, deswegen wird die Ritterstatue wahrscheinlich irgendwo hier landen. Ne? Aber die Brücke steht. Die ist da. Hier wandern immer mal wieder Mönche ab. Wir haben hier das jetzt auch geklärt. Wir haben ja hier jetzt den stehen. Ja, das heißt, hier ist alles easy. Läuft. Wir haben so viel Holz. Oh, hier unten ist irgendwas nicht in Ordnung. Ah ja. Okay. So, nochmal gucken. Ja, okay. Der geht bis da, der geht bis da. Und eigentlich hier, ne? Ja, werden wir mal machen. Oh, das passt wahrscheinlich ganz gut. Machen wir den hier hin. Prüfen wir nochmal. Da die Waldkante, da die Waldkante. Dann setzen wir das hier hin. Ja, ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv zu dem hier, aber wir stellen dann halt mehr von denen hin. Ist auch okay, ich meine, desto besser ist das und man sehe und staune. Das jetzt hier zu sehen. Okay, dann war das hier. Und wo konnte man das sehen? Wo war denn das? Ah ja. Nee, das wollte ich nicht zeigen. Da, ein Häftling. Constable Burg. Haben wir irgendeinen Hops genommen. Ja, da wollte uns einer Getreide klauen oder so. Ich habe hier auch nochmal einen Fischimann hingebaut. Einfach nur so. Für den Transport und so. Immer noch 600er plus. Das ist halt, der Markt, der bringt uns halt viel, ne? Der Markt ist halt evil Knievel.
Jetzt sollte der hier langsam fertig sein, genau. Hey, hier kommen schon ein paar neue Leute rein. Dann ist das da oben auch clear. Perfekt. Prüfen wir nochmal. Ja, gut. Der nächste wäre dann hier. Beziehungsweise hier und hier. Warte. Bis zu dem Apfelmann da. Bis zu dem Apfelmann. Ja, oder hier so, ne? Brauchen wir da auch noch einen direkt hin. Ach, egal. Wenn die sich ein bisschen überschneiden, ist das sogar ganz gut. Ja, ich habe hier übrigens noch eine Kirche hingeballert, damit die hier auch was zu beten haben. Ja, das ist jetzt kein wahrer Jakob, aber es erfüllt seinen Zweck. Vielleicht baue ich hier auch noch was dran. Ihr wisst ja, wie das läuft. Hab ich's weggebaut. Ja, ich bin auch manchmal ein Sherlock. So. Ja, der Loot hier ist ziemlich cool, aber eigentlich brauchen wir den nicht. Wir können aber mal, einfach nur so, weil es witzig ist, mal so eine Wache hier so lang streifen lassen. Über die Felder hier. Naja. Haben wir hier eigentlich sowas wie Patrouillenwege? Nee. Die bringen da mal einen verbesserten Sicherheitsradius, aber so evil knievel ist der dann auch nicht, ganz ehrlich. Da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr da skalieren und sowas, aber wir haben genug Ressourcen, wir haben sogar jetzt mehr Einkommen als vorher. Obwohl wir zwei Geländestücke gekauft haben. Ehrlich gesagt würde ich hier gerne die Schneidereien hinbauen. Dann würde ich nämlich hier nochmal einen kleinen Markt reinschrauben wollen. Und Häuser. Die einfachen machen wir schon gar nicht mehr. Ach ja, habe ich Getreidespeicher hingebaut, ne? Wollt ihr eigentlich Bier und so ein Kram einlagern? Hopfen. Und Äpfel und so ein Kram halt, ne? Können wir hier noch Gebäck oder so einlagern? Das Gebäck wird ja hier um die Ecke hergestellt. Es geht hier alles, jetzt explodiert hier alles.
Das Spiel ist auch schon wieder ein paar Mal abgestürzt, aber hey. Ne? Ihr kennt das ja, ihr kennt das. Auch die Schwere. Ja, die können wir mal annehmen. Wenn wir unsere kleinen Bubblis hier hinschicken. Die machen das alleine. So. Ja, das sind wieder viele, aber nicht so viele wie letztens. Haben wir auch ein kleines Steuereintreiberbüro hingebaut. Mal ein paar kleine Schatzkammern. Einfach nur so, weil es cool aussieht. Mhm. Wenn wir den hier voll machen, freut er sich. Mal den hier schon fertig. Naja. Jetzt noch ein Holzfäller drin. Das ist irgendwie random. Findet auch kein Holz, also kann der eigentlich auch weg. Tschüss. So, was für ein Gebäude ist denn hier noch alles ohne Gefühl? Ja, nicht mehr allzu viele, ne? Ah, schon zu Ende. Ist ein bisschen gedroppt. Ja, es war dann tatsächlich nur diese eine Sache. Wegen den Dieben, mehr nicht. Wir haben auch hier die Türme reingebaut, dann war es auch besser. So sieht es ja aktuell aus. Ja, klar, ein paar Gesetzlose haben wir immer, weil der eine Turm hier noch nicht steht. Ja. Wir vielleicht ein bisschen mehr rübersetzen sollen. Was will er denn hier? Hau rein. Wer bist du? Ah, das ist ein Leibeigener, der chillt da ein bisschen. Mit seiner Lanze. Wie viel Milch haben wir denn aktuell? Zum Fässer. Ganz viel. Was ist dein Problem? Du hast da ein Zuhause. Da einen Arbeitsplatz. Wow. Manche sind halt auch mit nichts zufrieden, ne? Ah, das wird ausgebaut. Alles klar.
Wir werden nämlich hier diese Waldkante erstmal so lassen. Werden wir nicht weiterbauen. Und jetzt sieht das hier wieder so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, ne? Wir werden die Schneidertypen umpflanzen. Wahrscheinlich dann hier vorne. Ja, ist doch cool hier. Da bauen wir die hin. Dann machen wir hier schön die Schäfchen hin. Hier die Weber. Oder machen hier die Wollentypen hin und hier die Schneider. Dann können die laufen bis nach St. Martin. Jede Menge Kerzen haben wir, jede Menge und Honig und Kräuter, aber keine Trauben und kein Wein. Kaufen wir hier Kräuter? Ja, und Honig. Dam, dam, dam. Und der hat ja einfach mal seine Knusperhütte hingeschraubt, obwohl hier noch Platz ist. Yay. Hey, 1500. Coole Scheiße. Läuft. Ach, ich hatte das schon. Nice. Was auch das für die Symmetrie. Wie heißt denn der Laden? Ah, okay. Ja, dann baut mal hier los, meine Freunde. Ich meine, wir haben von jeder Ressource genügend. Wir müssen nur expandieren, das sehe ich auch schon alles. Wie sieht das hier aus mit der Kirche? Jo, läuft. Welcher Lagerplatz ist das? Ja, die Schneider. Hier sind die Wolle. Ja, zwei schwere waren das jetzt. Okay. Die Wolle kommt ja eigentlich zustande. Ah, steht nicht dran. Milch gut, läuft gut. Ja, läuft. Okay. Heute verkaufen wir ja schon Honig auch schon, Edelsteine und Schmuck auch schon. Weg auch. Dann kann der eigentlich wieder weg. Ich habe gedacht, wir hätten mittlerweile mal irgendwas anderes, aber dann kann er weg. Genau wie der hier. Ach, der verkauft keine Kerzen, weil keiner drinnen wohnt. Okay. Leider haben wir einen Dude. Haushaltswaren haben wir einen Dude.
Haben wir das geklärt? Dann machen wir hier mal eine Prio drauf. Ja, das heißt, es wieder warten. Wir könnten aber auch schon mal den nächsten Turm in Auftrag geben. Also jetzt, wir können auch einfach Zack, und los. Ach, da ist er schon. Ja, perfekt. Und da hatten wir das und das. Warte, na, warte, 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 warte. So. Und da. Siehst du, weiter geht er nicht, oder was? Ah, doch. Das ist der höchste Punkt. Warte mal, wie weit kommen wir denn hier? Ja. Du wüsstest jetzt, was da oben hinkommt, ne? So, quadratischer Sockel, achteckiger Sockel. Klein. Klein. Das sind alle das gleiche, ne? Ne. Mal draufbauen. Mal auch draufbauen. Dann nehmen wir den hier ein bisschen hoch, den Sockel. Dann so eine schöne Alkove hier drauf. Wenn man das andersrum, wir setzen erst noch was Massives, wo man ganz viel dran klatschen kann. Nee, dann machen wir das so. Ah, das passt schon. So. Und dann das. Oder so eine männliche Ritterstatue hin. Ah ja. Schon.
Perfekt. So lassen wir das und rein. Jetzt haben wir natürlich wieder ganz viel böses Minus-Mojo. Dann ist das aber so. Dann wird auch wieder mehr. Ach, der Fischer hat sich wieder verabschiedet. Er hat aber eigentlich einen eigenen. Sicherheitsmann, aber ist wahrscheinlich hier der Waren geklaut oder so. Naja. Ja, ein paar haben wir halt wieder, ne? Nicht die Welt, aber ein paar. So, das haben wir. Das haben wir. Schäferei gebaut. Tschüss. Kannst du hier hinten hingehen. Dann werden wir ein paar schöne platzierbare Häuser bauen. Ja, ja. Und zwar hier vor. Hier. Ein großes. Sieht aus wie eine Scheune, aber gut. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Nein. Das werden wir mal eben in Angriff nehmen. Ja, das Spiel zubbelt halt mittlerweile schon krass. Aber das ist halt normal, ne? So, müssen wir mal gerade noch mal gucken mit den Radis. So. Ah, von hier oben geht das erstmal. Zack, ist ja auch raus. Wir müssen da nicht hinkommen. Einen kleinen Brunnen. Nehmen wir einen anderen Brunnen, nicht diesen Brunnen. So. Ein kleines schickes Herrenhaus hier hinbauen. Ihr wisst, was hier passiert. Wir deuten das nur an, aber ihr wisst es schon, ne? Müssen wir da noch eine Tür reinkleistern? Ja, ja, Angriff. Dann läuft das. Eine Taverne brauchen wir auch noch. Oh, hier hin. Komm schon. Die
dass das Spiel halt auch nicht dafür ausgelegt ist, so zu skalieren, ne? Was hat er denn hier? Genau, helf mal dem König. Wir bauen wieder viel zu viel, ich weiß. Der geht bis hier. Ja, bis hier vorne. Jetzt zeige ich euch mal einen super tollen Trick. Zierbare Häuser. Damit machen wir die ganzen Bäume ja mal ein bisschen platt. Das ist nicht gezielt, das ist einfach nur rein. Muss man das fassen und dann sind die Bäume weg. Cool, ne? Beste Trick EU West. Wir spielen ja hier nicht mehr auf Achievements, die haben wir schon alle. Perfekt. Wieder ein paar lustige Dorfbewohner. Ist hier schon ein Endless Game. Die Mauer. Die Mauern hier, ne? Was? Perfekt. So. Und los geht's. Aber das war's von die Folge, für die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Das war Foundations mit eurem Georg Grauwuth. Ciao, ciao.